Hallo zusammen, ich wurde hier und heute eingeladen, um euch von meinem Lieblingsfilm zu erzählen. Und das ist immer eine etwas schwierige Antwort, weil einen Lieblingsfilm habe ich eigentlich nicht. Es gibt mindestens 10 oder 15 Filme, die ich als Lieblingsfilme bezeichnen würde. Allerdings gibt es einen Film, der mich besonders geprägt hat, und das wäre Indiana Jones und der letzte Kreuzzug. Wieso? Was macht diesen Film so geil? Es ist der ultimative Abenteuerfilm. Wir haben eine Schatzsuche, wir müssen Rätsel lösen. Und der Film ist einfach nur unglaublich. Allein schon, wie er inszeniert ist. Das heißt, diese Katakomben und diese Bibliothek in Italien oder am Ende dieser Tempel, wo man den Ritter findet. Die Rätsel sind alle spannend. Allgemein, dieser Film wird niemals langweilig. Allein schon wegen der Hammerchemie zwischen Harrison Ford und Sean Connery. Ich mag den Film, ich liebe den Film bis heute. Und er hat auch das perfekte Ende, der perfekte Abschluss der Reihe, wenn alle unsere Helden zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Ich mag den Film wirklich. Teil 4 hat es für mich nie gegeben. Wer weiß, vielleicht wird Teil 5 auch wieder so. Ich wünsche euch schon mal eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das heutige Video gefallen. Wenn ihr noch mehr Videos von meinem heutigen Gast sehen wollt, dann klickt doch gerne hier oben auf ein Video von ihm. Ansonsten habe ich hier unten nochmal das gestrige Kalendertürchen. Ansonsten sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.